Ich habe noch nie nach Gesicht modelliert. Eigentlich ein totaler Fehler, weil das ja das optische ist, was bei mir übrig bleibt. Aber mich interessiert immer nur die Köpfe dahinter. Ja. Ist das normal, dass er zu spät kommt? Ich weiß es nicht. Ja. Ah! Ich war auf der Probe. Ich habe gestern einen negativen Test gemacht. Wir können freigehen. Ja. Da sehe ich Herr Wagner. Mhm. Tja, ist natürlich verrückt, der auch. Na gut. Vernünftig. Schröder. Ja. Ja, der ist fertig. Der ist schon lange fertig. Das ist nur das Tonmodell, was ich dann immer noch aufhebe. Ja. So, stört es Sie, wenn ich dabei lese? Ich wollte mich mit Ihnen unterhalten, so viel wie möglich. Aber wenn Sie es zu lesen haben, ist natürlich ist die Frage, was damit zu lesen und dann unterhalten wir uns. Ja, wir machen so eine Mischung aus beiden. Also, wo soll ich mich hinsetzen? Da, das ist Ihr Platz, genau. Ich muss nämlich ein Buch über Rhetorik schreiben und da habe ich mir so Sachen mitgebracht, die ich sowieso lesen muss. Ich lese morgens immer den Berliner Kurier und die Berliner Zeitung. Mhm. Und immer am Wochenende auch das ND. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie eine Position überlegen, in der ich sie modellieren kann. Und ist es Ihnen möglich, etwas also quasi nicht so zu lesen, sondern aufrechter zu lesen? Ja, klar. Ja, gut. Das ist cool, das ist eine schöne Geschichte. So, super. So. Ja, dann kann es losgehen. Ja. Sie sind der Erste, wo ich Ja gesagt habe. Oh! Ja. Wie kommt das denn dazu, dass ich dieses Glück habe? Das weiß ich auch nicht. Das muss eine schwache Sekunde meines Lebens gewesen sein. Die hatte ich ja schon des Öfteren. Ja, das ist doch gut. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, welche Kopfneigung ich Ihnen jetzt hier gebe. Die da drüben, die kriegen ja immer mit, wer hier im Modell sitzt. Das ist jetzt aber quasi tatsächlich eine Ausnahmesituation. Was hat denn der Snow jetzt? Ja, so. Hat er das wirklich einmal mal klargestellt, ja? Die werden einfach nur Interessen vertreten. Man weiß, wie man diese Interessen vertritt, dass sie nicht vereinbar sind mit dem, was wir eigentlich gerne machen möchten. Ja. Köhler war auch hier, wo ist denn sein Kopf? Köhler ist hier, also direkt hinter. Okay. Den, das ist ein toller Mann. Das ist ja auch ja. Und hier ist noch ein Jochen Vogel. Ja. Der ging so flott, ich weiß nicht, da hatte ich so ein. Wo ist denn Kohl? Kohl, den habe ich nicht gemacht. Hätte ich aber ehrlich gesagt sehr gerne gemacht. Aber egal. Ich lerne vom Modell. Das ist eine Studie. Mhm. Und deswegen, wenn ich das einfach aus dem Kopf mache, dann wüsste ich gar nicht wozu. Ich will was verstehen beim Machen. Das ist mein ganzer Antrieb. Thank you.
Ja, Sie können auch sich eine Pause nehmen. Dann bräuchte. Denn wenn Sie hier einnehmen, kann ich auch nicht viel sehen. Oh. Weil der Kopf runtersackt. Macht ja nichts. Sehen Sie mich eben runtergesackt. Die Entscheidungen treffen, würde ich sagen, wenn zack, 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 Mundwinkel, Augenhöhe. Mhm. Weißt du? Und wenn man die nicht platzieren kann, dann hat man sie nicht. Und dann gibt es auch kein richtiges funktionierendes Gefüge und ein Gesicht ist aber nur Gefüge. Es gibt keine Sache, die ich mal eben festlegen kann, weil alles ständig in Bewegung ist. Und er hat so klare, wie soll ich sagen, das ganze Gesicht bei ihm ist ein prägnanter Fluss von großen Formen. Und dann geht das hier rein, dann kommt hier diese Lippe hoch und dann geht die schief hier zur Seite und dann die Nase so rein und hier die Augen. Und das ist alles eine große Dynamik und so kompakt. Das kann ich gar nicht. Ich werde der Sache. Ich kann das, ist alles überhaupt kein Problem. Hm. Also, aber der Umstand macht es schwer. Hm. Also, ich will ihn jetzt aber auch nicht enttäuschen. Weder ihn noch mich, aber was habe ich von dem Gizibusuf, wenn er die ganze Zeit schläft? Mal gucken, was noch kommt. Also gerade wenn der Mund so zusammenkommt und dann Kinder, das ist richtig geil. Und da freue ich mich auf diese prägnanten Setzungen. Ja? Mhm. Als ich Hes das modelliert habe, da ist er halt auch eingeschlafen. Mhm. Und dann habe ich ihn halt schlafend modelliert bei ihm. Das war dann irgendwie okay, dann habe ich ihn jetzt alles runtergerutscht. Aber das ist schon immer so ein Stress, wenn die Modelle nicht wissen, was Modellsitzen heißt. Mhm. Und das werden jetzt noch richtig anstrengende 2 Stunden. Also Bildhauerei war es ja anfangs gar nicht. Anfangs war es ja nur Künstler sein wollen. Und das war als Kind. Wir waren mal im Urlaub gewesen und haben im Urlaub ein Künstleratelier besucht. Und da haben meine Eltern für jedes von uns Kindern irgendwie so einen Druck gekauft. So. Und dann habe ich, ich wusste ja schon, irgendwie Talent soll ich angeblich haben. Ich war dafür schon bekannt. Wir waren irgendwie, ich war vielleicht 6 oder 7 oder sowas. Dass ich schon den Stempel weg hatte. Das ist der Typ, der malt. Und da habe ich gesehen, man kann davon leben, dass man Kunst macht. Und dann war das für mich eine beschlossene Sache und habe nie was anderes gewollt. Wie bist du denn zur Bildhauerei gekommen? Oh, das war sehr theorielastig. Also Mitte der 80er Jahre gab es eine ganz starke Tendenz ins Konzeptuelle hinein. Und da haben wir alle Adorno gelesen und so. Und dann war irgendwie klar, dass das Malerei ein Medium ist, das nicht mehr spielbar ist. Und es lag mir einfach auch viel mehr, mich im Raum zu bewegen, vor allem nicht mich zu orientieren. Thank you.
Vorbilder? Es gibt eine ganze Reihe sehr toller Künstler, sagen wir so. Aber ich habe meine eigenen Fragestellungen, sagen wir so. Insofern habe ich da kein Vorbild. War dein größter Einfluss? Da müssen ja alle Michelangelo sein. Ja. Aber mein größter Einfluss? Eigentlich die Natur. Die Natur, auf jeden Fall die Natur. Immer wieder das Hinkommen. Also das ist jetzt quasi eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde schlafend. Sie können gerne weiter schlafen, jetzt bin ich hierbei. Jetzt machen Sie ein Nickerchen. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Der Erschöpfte. Ja. Fühlen Sie sich so? Ja. Ja. War ziemlich anstrengend. Gestern noch wieder zu spät ins Bett gekommen. Ja. Dann packe ich das mal weg. Ja, ich habe es wenigstens angefangen. Mein Gott, meine Knie sind ja verrostet. Ja. Sie haben gut ausgehalten. Ich hoffe, Sie konnten sich ein bisschen erholen. Ja, fantastisch habe ich mich erholt. Ich sehe das schon. Also ich finde den hier als schnelle Studie eigentlich besser als den. Und sind beide auch interessant. Dann können Sie nur nach dem Tod sein. Aber zufrieden gestorben. Meine Herren, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. So, jetzt aber alles so. Gute und vielen Dank. Ja. 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 Vielen Dank, tschüss. Tschüss, tschüss. Man weiß ja vorher nie, wie es wird, ne? Und die Umstände, echt? Solche Umstände. Zappelt die ganze Zeit, dann schläft er ein. Es gibt Leute, die setzen sich hin und die sitzen da so ruhig und nach einer halben Stunde weißt du, zack, ich hab das Ding im Kasten. Und dann, ja wirklich, wie bei euch Fotografen, dann stimmt das und dann funktioniert das. Und da gibt es Leute, die sind so bewegt, so unterwegs, da hast du keinen Anhaltspunkt. Da weißt du nicht, wo du musst ja beim Modellieren definieren, das muss ja knackig sein.